Hoffe mal, ich kann das verhindern. Mit dem Alpin bin ich aber gut aufgehoben, würde ich mal sagen. Hat auf jeden Fall Sportreifen drauf, dürfte also nicht so eine Schleuder sein wie der Porsche. Hoffe ich zumindest. Ist auch ein deutlich neuerer Wagen, das sollte sich auch besser kontrollieren. Da muss ich hart korrigieren. Ja, momentan ist wirklich keine große Schwierigkeit. Der Wagen fährt sich relativ gut. Ist gar nicht mal so eine Heckschleuder. Ich hätte gedacht, er wird da schon ein bisschen schwieriger zu fahren sein, aber momentan geht er noch. Ein Fehler. Boah, Kurve gerade noch so bekommen. Zieht mir einfach auf die Geraden davon hier, der Megan, der Lopez. Entschuldige. Ah, verdammt. Die KI ist gar nicht mal so dumm, wie alle hier sagen. Mach's mir aber auch nicht unbedingt leicht. Klar, ich habe jetzt einen Alpine genommen, der sollte ja eigentlich. Der ist über dem Limit, aber die anderen haben ja auch zum Teil einen Alpine, also gleicht sich's wieder aus.
eine richtige Karnevalsmusik im Hintergrund. Ich hasse diese Kurve. Ich hasse diese Strecke. Entschuldige. Nein, eigentlich nicht. Ich war ja absichtlich in ihn reingefahren. So absichtlich. Ich habe gemerkt, dass ich nicht rechtzeitig auf der Bremse bin und habe mir dann gedacht, ja, gut, nehme ich ihn als Schild. Nehme ich ihn als fahrende Barriere. Ich muss jetzt trotzdem aber noch irgendwie durch Leistung nach vorne kommen und nicht durch unfaires Fahren. Der Kurve holt man viel auf. Ja, danke. Aber rechtzeitig bremsen dieses Mal. Geht doch. So, und den Blechschaden, den zahle ich natürlich für Lopez. Aber, ja, gewonnen. Wenn auch relativ unfair. Gibt auch keinen sauberen Rennbonus dieses Mal. Zu Recht. Zum nächsten Rennen. Also alles aus zwei. Pagandé. Pumichon ist ein kleines verschlafenes Dorf auf dem französischen Land. Ein schöner Ort. Es ist ein bisschen so wie im Elsass, wo wir Rennen fahren werden. Wussten Sie übrigens, dass das Elsass auch als Weinanbaugebiet berühmt ist? Die Rennstrecke Alsass bietet eine Mischung aus flachen Kurven und Steilkurven. Sie dürfen nicht vergessen, dass Ihr Auto in flachen Kurven weniger einlenken wird als erwartet. Daher ist es wichtig, vor der Kurve früh genug abzubremsen und die Beschleunigung
mit Bedacht zu timen. Ich hoffe, dass wir beide heute ein tolles Rennen fahren. Ja, das hoffe ich auch. Komm, ich werde dich fahren. Blöd, ich dachte, es kommt eine andere Kurve, das habe ich ganz vergessen. Ich dachte, jetzt kommt diese Steilkurve. Blöd, wenn man die Strecke vergisst. Ach komm! War ja richtig an wie ein Anfänger. Das war nicht geplant. Ich kenne die Strecke rückwärts kaum. Bin sie schon gefahren, aber auch da war ich nie gut. Sorry. Habe ich falsch berechnet. Dafür, dass du einen Bremstest gemacht hast. Es ist auf jeden Fall einfacher zu fahren als der Porsche, aber es ist nicht so viel einfacher. So, eine Kurve noch.
hätte ich später auf die Bremse treten können. Na, egal. Das ist der Sieg. Okay, alles klar, haben wir das auch geschafft. Diesmal war es ein sauberes Rennen, diesmal gibt es auch diese 22.500. Oder zumindest, ja, Jeff Gordon fährt auch mit. Ui, sie waren insgesamt Nummer 1, nochmal 30.000 Credits mehr. Und ein Ami, irgendein Ami. Wen gibt es? Chevrolet Camaro Z28. Typische. Ah, Moment. Ich habe nicht gesehen, wie viel er jetzt gebracht hat, weil ich auf die Stufe geschaut habe. Naja, egal. Das haben wir jetzt geschafft. Jetzt können wir zurück zum Café gehen. Toll gemacht. Sie waren beim Petit Cours de France siegreich. Sie sollten nun Zugriff auf Missionen haben. Besuchen Sie Missionen, um sich an verschiedenen herausfordernden und spaßigen Rennsituationen zu versuchen. Missionen sind auch das Thema des nächsten Menüs, das ich für Sie vorbereitet habe. Bis dahin. Missionen, ein Pavillon ist jetzt verfügbar. Und Menübuch Nummer 13, versuchen Sie sich an einer Mission. Begeben Sie sich zu Missionen und wählen Sie der Zauberberg, um ihr Glück bei Deep Forest der Pass zu versuchen. Dann würde ich 3 Strecken in den USA freischalten. Blue Moon Bay Speedway, WeatherTech Raceway Laguna Seca und Willow Springs International Raceway. Ab jetzt stehen Ihnen Missionen offen. In den Missionen können Sie Rennen unter vielen unterschiedlichen Bedingungen leben. Für dieses Menü sollten Sie sich an einer versuchen. Gehen Sie zur Mission und wählen Sie der Zauberberg, um Ihr Glück bei Deep Forest der Pass zu versuchen. Erreichen Sie Bronze oder besser und kommen Sie hierher zurück. Ich werde eine kleine Belohnung vorbereiten. Das mache ich später. Also morgen oder so. Nein, morgen nicht, aber übermorgen. Zumindest stressen muss ich mich jetzt nicht. Bevor wir aber da etwas versuchen, möchte ich zuerst mal meine getunten Fahrzeuge anschauen. Erstmal den hier, den getunten Integra. Was kann man da machen, einstellungsmäßig? Den Abtrieb kann ich verstellen von 50 auf 200. Und hinten von 100 bis 300. Sehr interessant, wie ich finde. Weil es war früher immer nur möglich, den Abtrieb hinten zu verstellen, weil man eben nur einen Spoiler, einen Heckflügel kaufen konnte. Und das war dann meistens halt nicht genug. So, welches Auto haben wir noch doppelt? Ich glaube den Renault Clio, den haben wir glaube ich noch doppelt. Renault. Wir haben den zweiten Renault. Irgendwo müssen wir noch einen... Ah, da oben. So, den werde ich jetzt auch noch aufmotzen. Bei dem werde ich nur die Spur verbreitern.
Ach ja, ups, das Roulette-Ticket. Es gibt noch ein Roulette-Ticket, das ich nutzen sollte. Mal schauen, was wir da bekommen. Ein Tuning-Teil, eine ECU. Voranpassbarer Computer für den Renault Clio RS Trophy 2000. 15. Ja gut, also es hat den Stream, so wie es aussieht, beendet. Aber wir haben ihn gleich wieder neu gestartet, von daher können wir das jetzt noch abschließen hier. Also, bei dem werde ich jetzt einfach eine Spurverbreiterung machen. Und nichts anderes als eine Spurverbreiterung. So, wie man hier sieht, es wird ein bisschen breiter gemacht. Nicht viel, aber durchaus. Installieren wir. So, Arbeit abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal, was wir da machen können. Wie viel wir da den Abtrieb verstellen können. Ob wir da überhaupt Abtrieb verstellen können oder ob das nur optisch ist. Nee, das ist nur optisch. Das ist aber blöd. Okay, alles klar. Also, dann haben wir das gemacht. Welchen Wagen habe ich sonst noch doppelt? Ein Honda Fit. Genau. Dann mache ich es mit dem noch. Dann mache ich mit dem noch was. Da werde ich jetzt diesmal einen Spoiler anbringen. Ist zwar das dümmste Auto, um einen Spoiler anzubringen, aber. Blub. Anpassungsteile. Aha. Hecke sind keine Teile verfügbar, die für Ihr aktuelles Fahrzeug verwendet werden können. Haben einen Flügel vielleicht? Es gibt nur einen Flügel. Ja gut, nehmen wir halt den. Richtig hässlich. Aber egal, egal, absolut egal. Schauen wir mal, was da jetzt passiert ist. Können wir jetzt den Abtrieb anpassen? Hinten? Ja, von 50 bis 150. Das geht also. Soweit, so gut. Dann versuchen wir noch was anderes. Anpassungsteile. Nehmen wir halt noch hier. Haben wir nur Typ A. Bei der Seite haben wir auch nur Typ A. So. Dann ist der Fit jetzt fit. So, was kann man jetzt machen mit dem Abtrieb? Kann man da jetzt vorne auch was einstellen oder ist das je nach Auto unterschiedlich? Aha, da vorne kann man jetzt auch etwas einstellen. Sehr gut. Es bringt also tatsächlich was, dieses Autoteil anzubringen. Die Spurverbreiterung hilft nicht so sehr. Also sie bringt schon etwas, wahrscheinlich etwas mehr Stabilität. Was noch, sonst noch? Kann man da vielleicht noch andere bringen? Neue Räder was?
326 LP hat das Ding jetzt. Nehmen wir mal die hier. Siebzehn Zoll. Breite Reifen und breite Einpresstiefe. Wenn ich das jetzt installiere, was bringt es mir? Bringt es mir mehr Leistungspunkte oder nicht? Es hat, glaube ich, etwas gebracht. Das hat man aber nicht gesehen. Anyway, dann schauen wir mal nach, ob es überhaupt was gebracht hat. Ich meine, breite Reifen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das für den braucht. Ich meine, die Leistung ist ja jetzt nicht so dolle. Ich weiß auch gar nicht, was ist da jetzt. Bin ich überhaupt am Streamen? Oder ist da jetzt schon wieder ein neues Fenster auf? Okay. Also der Stream läuft im Moment, aber... Bitte, bitte, bitte sag mir nicht, dass es der andere noch kaputt gegangen ist. Egal. Ich habe noch gar nicht auf die Leistungspunkte geschaut. Also, ach! Ich komme mit dem Menü nicht klar. So. Also, 326 hat der und der andere Fit. Wo haben wir den? Da, hat 300. Ah, ich habe das tatsächlich heruntergebaut. Das bringt also was, aber vielleicht bringt es halt einfach mehr, wenn er dann später noch getuned wird. Anyway, ich würde mal sagen, das ist's für heute. Damit verabschiede ich mich, man sieht sich beim nächsten Mal wieder und bis dahin viel Spaß und tschüss, ne?